da draußen. Es ist soweit. Die altbekannten Tyrannen, Narzissten und Diktatoren zeigen sich ein letztes Mal für uns, denn sie haben fertig. Es ist jetzt Zeit, dass wir alle aufstehen und vorangehen, damit die Kinder nicht schon wieder die alten Menschen fragen: Wie konnten sie euch überlisten? Wie konnte es denn wieder passieren, dass so ein paar Narzissten eure Welt ins Dunkel regieren? Und wir so, sie erfanden das gierige Geld, um uns in die Schulden zu bringen. So stahlen sie die ganze Welt, wollten uns ihren Willen aufzwingen. Versklavung war und ist ihr Ziel. Ja, sie wollten unsere wahren Götter sein. Viele machten einen Deal mit ihnen und fielen so auf sie rein. Wie vor 500 Jahren Hexen verfolgen oder Luthers erwachen. Sie hatten nicht vor, uns zu fragen: Dürfen wir euch jetzt versklaven? Und alle, die noch pennen, lassen sich jetzt wieder trennen. Wir, die mit dem Herzen sehen, durchschauen und verstehen. Freiheit, Liebe und Wahrheit ist, was uns vereint. Wir gehören doch alle zusammen, weil wir aus der gleichen Quelle stammen. Wir erkennen uns wieder als zeitlose Wesen. Ja, wir sind schon so oft da gewesen, als Könige und Bettler, als Heilige und Krieger, sind verzweifelt gestorben, waren große Sieger. Jetzt dürfen wir erkennen, wer wir wirklich sind, weil die neue Zeit für uns jetzt beginnt. Wir sind Freiheit, Liebe und Wahrheit, die wahre Menschheit, die sich befreit. Liebe stärkt unseren freien Willen, so verzichten wir auf eure falschen Pillen. Unsere Körper sind göttlich und perfekt, dieses Wissen habt ihr vor uns versteckt. Tausende Patente geben wir jetzt frei, um von eurem Gift zu heilen, eurer Lügerei. Wir stehen auf für eine freie Welt, in der ein jedes Wesen zählt. Ihr seid in Panik, jetzt alles zu verlieren, macht die nächste Titanic. Klima oder Viren könnt ihr vergessen, es ist Zeit für euch zu gehen. Wir werden jetzt das Blatt für euch drehen, denn Karma ist dazu zu stehen. Was man auch tut, euren Seelen tut das nun wirklich richtig gut. Ihr braucht uns, um eures zu beenden. Drum stehen wir auf, das Blatt für alle Zeit zu wenden. Wir gehen für die Freiheit und wir gehen nicht allein. Vorbei ist die strenge Eiszeit, denn wir sind der Sonnenschein. Wir gehen für die Liebe, sie wird die Lösung sein. Was uns ohne Liebe bliebe, wäre kein Leben, sondern Schein. Wir gehen für die Wahrheit, gehen euch nicht mehr auf den Leim. Wir spüren diese Klarheit, sagen ganz klar Stopp und Nein. Nein zu eurer Herrschaft, nein zur Diktatur. Zusammenhalt ist unsere Kraft, wir sind so stark wie die Natur. Unsere Bestimmung ist gefunden, wir sind jetzt bereit.
sind jetzt tief verbunden mit der Einheit und Wissen, Freiheit, Liebe und Wahrheit ist, was uns vereint. Wir gehören doch alle zusammen, weil wir aus der gleichen Quelle stammen. Wir erkennen uns wieder als zeitlose Wesen. Ja, wir sind schon so oft da gewesen, als Könige und Bettler, als Heilige und Krieger, sind verzweifelt gestorben, waren große Sieger. Jetzt dürfen wir erkennen, wer wir wirklich sind, weil die neue Zeit für uns jetzt beginnt. Kosmische Alleinheit, ab jetzt und alle Zeit. Hey, Grüße an die Quelle, wir sind jetzt hier bereit. Die Liebe übernimmt unsere Evolution. Wir lebten gedimmt, nun strahlen wir doch schon. Wenn Erde, Pflanzen, Tiere und Mensch zusammen tanzen und sich ergänzen, sind wir Freiheit, Liebe und Wahrheit. Die wahre Menschheit, die sich befreit. Wir stehen auf für eine freie Welt, in der ein jedes Wesen zählt und Wissen. Freiheit, Liebe und Wahrheit ist, was uns vereint. Ach und ja, Grüße an die Quelle, wir sind bereit. Sowas von bereit. Wow, und so möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei all den mutigen Seelen bedanken, bei diesem Erwachen mit ihrem Wissen, ihren Recherchen und Aktionen unterstützt haben und es immer noch tun. Ein großes Dankeschön auch an Telegram, eine der letzten Plattformen, wo wir noch frei sprechen können. Und jetzt an die Helden der neuen Zeit. Ich bedanke mich bei Susharik Bhakti, Dr. Wolfgang Wodnak, bei Bodo Schiffmann, der mutigen Miriam Hope, dem lieben Marc von Marc Mobil, Naomi Siebert, Merkle macht gute Laune, Eva Herrmann, Alexander von Frag uns doch, Yggdrasul, Ignaz Barth, dem Waldgang, den Freien Medien, Frieden rockt, dem Sender auf 1 und NTD, den Epoch Times, Fuff Media, Tim Kellner, Xavier Naidoo, natürlich der Nena, Lion Media, Matrix Coaching, Verbinde die Punkte, Neuzeit Nachrichten, translatedpress.de, rt.de und den vielen Q Plus und Plus Plus und Where We Go One, We Go All Seiten, Bitte TV, Niki von Never Forgot Niki, Freies Denken, Top 20 Radio und viele, viele mehr. Und danke an all die friedlichen Spaziergänger, Lebenskünstler und Kreativen, dass sie für uns auf der Straße sind. Wir bleiben friedlich. Und das sind nur ein paar der mutigen Seelen, die bald die öffentlich bestechlichen Sender hier ablösen werden. Denn Freiheit, Liebe und Wahrheit wird diesen dritten Weltkrieg gewinnen. Freiheit, Liebe und Wahrheit ist, was uns vereint. Wir gehören doch alle zusammen, weil wir aus der gleichen Quelle stammen. Wir erkennen uns wieder als zeitlose Wesen. Ja, wir sind schon so oft da gewesen, als Könige und Bettler, als Heilige und Krieger, sind verzweifelt gestorben, waren große Sieger. Jetzt dürfen wir erkennen, wer wir wirklich sind, weil die neue Zeit für uns jetzt beginnt. Wir sind Freiheit, Liebe und Wahrheit, die wahre Menschheit, die sich befreit. Kosmische Alleinheit, ab jetzt und alle Zeit. Grüße an die Quelle, wir sind jetzt hier bereit. Wir stehen auf für eine freie Welt, in der ein jedes Wesen zählt. Ein jedes Wesen zählt. So, spürt ihr jetzt, worum es geht? Selbstermächtigung, Rebellion, Zusammenhalt, alles hinterfragen, dem Herzen folgen, denn wir gehen in die nächste Dimension. Eine neue Welt wird gerade unter großen Schwierigkeiten.
wir dürfen.